Servus und herzlich willkommen zur Spread-TV-Übertragung vom Spiel der Tölzer Löwen gegen die Dresdner Eislöwen. Wie ging dieses Moderieren nochmal? Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, das hat schon ein bisschen länger gedauert, seitdem ich jetzt letztes Mal hinter Mikro stand oder saß, nämlich genau gesagt 16 Tage. Oder 4 Auswärtsspiele. Die Löwen nämlich zuletzt vornehmlich auswärts unterwegs, damit 3 Niederlagen, aber zuletzt am Freitag mit dem höchsten Auswärtssieg der DEL2-Historie beim ESV Kaufbeuern. So, Alexander Singer bittet die beiden Center. Naja, Philipp Schlager ist ja eigentlich ein Flügelspieler, aber heute mal Center. Und Nick Hurt zu den Bullies. Und dann kann es losgehen. Das erste Bulli geht an die Burm. Christian Neuer bekommt die Scheibe da gegen den Helm. Nichts passiert zum Glück. Oh, der war, glaube ich, am Außenpfosten oder an der Latte. Latte, ja. Ja. Schöner Schuss. Dennis Swinnen war es. In den letzten Wochen ja ohnehin sowas wie der Ruhepol im Löwenteam. Er hat wirklich einen starken Job in der Saison bisher. Achtung! Ja, die Scheibe lag frei und Toni Ritter wäre fast dran gekommen. Showkiss hat es da getroffen. Schauen, vielleicht sehen wir es gleich auch nochmal. Ein bisschen abseits, aber jetzt erstmal über Edfelder. Schön gespielt auf Luba Dibek und klasse Parade von Rico Elenius. Der war sehr stark gehalten. Ja, schöner Querpass. Wir sehen es gleich nochmal in der Wiederholung. Gehen wir nochmal genauer drauf ein. Aber das war die erste Großchance für die Löwen. Jetzt aber erstmal wieder die Gäste. Ach, hier ist Andreas Schwarz dazwischen. Und dann wähnt Pfleger Rick Gardiner in seiner eigentlichen Position. Der war aber Richtung Mitte gezogen und deswegen Fehlpass. Jetzt aber der relativ kontrollierte Aufbau über Lamoureux. Oh, Marco Pfleger nimmt den Schuss. Abpraller und weggenommen von dem Eislöwenspieler. Drüben war Pfleger frei, hat Andreas Schwarz gesehen. Der kommt aber nicht durch, der Pass. Reed Gardiner. Rüber auf Niklas Heinzinger. Löwen ein bisschen verteilt. Andreas Schwarz tief gegangen war. Jetzt aber wieder in der Formation. Und zwar im genau richtigen Moment, denn die Eislöwen kommen an die Scheibe. Nick Hurt. Andreas Schwarz geht tief, versucht wieder den Bauerntrick und da ist das Tor für die Bur, Mario Lamoureux. Herzlich willkommen in der Wii Arena. Also der Ex-Eislöwe mit dem 1:0 gegen seinen alten Verein. Mitten rein in diese kleine Druckphase, in den tollen Schiff der Löwen. Hier erstmal Andreas Schwarz mit dem Bauerntrick versucht, würde ich jetzt einfach mal sagen. So hat er ja, oder so ähnlich mit der Vorhand war es, aber so ähnlich hat er in Kaufbeuern das Tor geschossen zum 1:0. Das wird dann aber zum Pass und den verwertet Mario Lamoureux. Eiskalt. Jetzt Pfleger. Tempo durchs Mitteldrittel, in der Mitte Lamoureux und drüben wieder Gardiner. Wieder so eine 2-auf-1-Situation für die Löwen und wieder eine gute Chance. Also wenn Rick Gardiner Linksschütze ist, dann hat er da noch eine bessere Position. So war es ein bisschen schwierig mit der Rückhand. Gute Bewegung, denn Vladislav Filin war es und das ist das 1:1. Klasse gemacht. Vladislav Filin. Ah, fast so ein bisschen aus dem Nichts, aber das war dann eben eine ganz starke Einzelaktion. Ja, ist aber natürlich der perfekte Zeitpunkt, hier den Ausgleich zu machen. Schöne Bewegung hier gegen Martinovic. Sieht, dass die kurze Seite offen ist und ja. Haut ihn einfach rein. Franz Riff war da runtergegangen und bückt sich dann fast ein bisschen in der Situation. Sieht ein bisschen unglücklich aus. Haben wir nochmal. Ja. Ich meine, es war auch einfach ein guter Schuss von Vladislav Filin. Belassen wir es gleich dabei. Knackstedt. Oh, schöner Pass rüber auf Rope Ranta. Der muss die Rückhand nehmen. Ja, die Schiedsrichter lassen halt sehr, sehr viel laufen, was auch, finde ich, ganz gut ist. Achtung, John Knackstedt. Breakaway Chance. Und den haut er auch direkt drüber. Erstmal gut gespielt. Das ist eine einstudierte Variante über Pfleger. Dann aber nicht der perfekte Schuss, sondern nochmal die Belgier mit der Nachschusschance. Knackstedt. Ins Dritteljahr, guter Pass rüber auf Toni Ritter und es ist das Tor für die Dresdner Eislöwen. Einhändiger Abschluss da von Toni Ritter. Ja, Toni und seine lange Lanze, also das hatten wir vorhin schon, genau. Hat er sehr schön gemacht hier. Knackstedt, schöner Pass und dann ist Lamoureux eigentlich sogar noch dazwischen. Verlängert die Scheibe da sozusagen ein bisschen und dann muss
Toni Ritter mit seinem langen Schläger dazwischen. Und dann muss er es eigentlich praktisch einhändig machen und der passt dann halt einfach ins lange Eck. Da erstmal ein Bulli-Event von den Löwen. Die Becker und Tor! Eigentor, wenn man so will. Ach, so schnell geht's? Ja, gerade angesprochen. Wir haben so ein Powerplay, das kann dann natürlich auch ein Gamechanger sein und das ist er in dem Moment. Durch das 2:2 für die Tölzer Löwen und ging es schnell. Lube die Belka nimmt einfach den Schuss, beziehungsweise sollte wahrscheinlich ein Tipppass werden, Richtung Lamoureux. Aber René Kramer. Ja, bester Stürmermanier. Genau, bester Stürmermanier hält er die Kehle rein. Ja, super abgefälscht, muss man so sagen. Gardiner. Einmal durch die Mitte und drüben ist Lamoureux komplett frei. Das ist super gespielt von den Tölzer Löwen. Reid Gardiner liegt im Tor, genauso wie die Scheibe. Und das ist das 3:2 für die Gastgeber hier. Wahnsinnsspielzug. Ja, lief die Scheibe schnell. Einmal tick-tack und ja, 3-4 Pässe und leeres Tor. Kann kein Torhüter der Welt was machen. Gardiner leitet selber ein, geht hier durch. Durch zwei Eislöwen und dann auch Lamoureux, der könnte eigentlich schießen, aber macht es dann einfach noch besser, sucht nochmal den Querpass und Reid Gardiner bedankt sich mit seinem Saisontor Nummer 13. Und wieder so ein Pfleger-Spezialchip. Keiner weiß, wo er ist, aber er knallt im Mitteldrittel wieder runter. Und René Kramer, gute Bewegung und klasse gespielt auch hier. Rope Ranter. Super eingeleitet von René Kramer. Ja, war auch einfach klasse von René Kramer. Macht da seinen kleinen Fehler wieder wett und spielt einen perfekten Pass auf Ranta und der hat dann wenig Probleme einzuschieben. Ja, setzt sich hier auch durch, erneut gegen Sascha Martinovic und Reid Gardiner. Und ja, Andreas Schwarz nimmt den Pass eigentlich ganz gut weg, aber ich meine, wenn er den dann so perfekt spielt, der René Kramer, dann kann man dem Blackie da auch keine Vorwürfe machen. Setzt dann nochmal den Sprint an auf Luba Di Belka. Nochmal rüber, schön gespielt, aber er trifft die Scheibe nicht beim Abschluss, Philipp Schlager. War auch bedrängt, also nicht falsch verstehen. Jetzt erstmal Jordan Knackstedt, Tor für die Dresdner Eislöwen. Das nenne ich dann mal individuelle Qualität. Ja, und sehr, sehr starker Pass hier. Genau im richtigen Moment und erwischt da, glaube ich, weiß gar nicht, was ist. Lamoureux und Heinzinger waren drüben. Auf dem falschen Fuß und dann macht das besser als beim ersten Mal und schiebt eiskalt ein. Ja, der Pass kam von Fellin und ja, stark gemacht von Jordan Knackstedt, 4:3. Aber wegverteidigt, auch die Löwen bleiben dran. Wieder mit Gardiner. Nimmt den Schuss und er war noch abgefälscht von Lubadi Becker, klasse gehalten von Rico Hellenius. Gutes Stellungsspiel. Gardiner kann den nicht ganz drin halten. Oh, und verliert die Scheibe dann auch. Fellin mit der Chance. Wo ist die Scheibe? Da ist sie. Dotzler hat ihn und Reid Gardiner. Goalie-Manier. Und Achtung, Lube Di Belka und Marco Pfleger. Aha, schön wegverteidigt von Steve Hanusch. Das war ja fast eine 2-0-Situation für die Tölzer Löwen hier. 1:20 vor Schluss. Das hätte jetzt eigentlich bestraft werden müssen. Also, es geht nicht, dass es 4-3 steht, man in Führung ist und dann eigentlich ein 2:0 fast ermöglicht. Spielt die letzten Sekunden runter und damit gewinnen die Dresdner Eislöwen in Bad Tölz. Beenden die Heimserie der Löwen von 7 Siegen in Folge mit einer guten Leistung hier und gewinnen ihrerseits das dritte Mal in Serie. Also herzlichen Glückwunsch nach Dresden an alle Eislöwen-Fans. Respekt vor eurer Leistung. Und Respekt vor dem Team, was Andreas Brockmann hier beginnt aufzubauen.